So, das Problem hier war, dass wir die Dieneruniform anziehen mussten. Die Frage ist nur, wo? Weil man kommt, glaube ich, nicht überall durch mit von wegen, ja, hier, ich habe und so 15 Mark und so Lederjacken. Modische. Dieser Spruch ist übrigens legendär. Für den Indiana Jones Spiel zumindest, diesen hier. Ja, was heißt legendär? Ist halt allgemein bekannt. Damals gewesen. So. So, mal kurz überlegen. Ich glaube, hier musste man die Diener-Uniform. Oh, was war denn da? Öffne Truhe. Was auch nicht automatisch nachschauen kann, ne. Toll, da waren 50 Mark drin. Nimm Truhe. Das kann ich nicht nehmen. Schau, Truhe. Sie ist leer. Schade. Dann haben wir nur noch 65 Mark. Dieneruniform. Zensort. Indieware Trademark bei Lucasfilm. Dass die auch passt, ist genial. So, ich speichere mal kurz. Wieder um Nock-Umgehung. Ist klar. Play. 5 Punkte haben wir gemacht. Mal schauen, was hier ist. Ein Diener hier. Halt mal, Sie sind kein Diener. Scheiße. Kann ich flüchten? 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 Ich will flüchten. Ah! Ich traue mich nicht, ich habe Angst. Scheiße. Na toll. Ja gut, ich bin selbst gleich weg. Na gut, dann lassen wir mal die Tür. Ja. Nachdem unser Held Indiana Jones das Bewusstsein wiedererlangt hat, durfte er in einem deutschen Museum bis an sein Lebensende Kunstwerke putzen. Und da Nazi den Gral schließlich fanden, war das für Indy eine lange, lange Zeit. Ja, ist ja gut. Scheiße. Das war peinlich. Okay, Load. Umlog-Umgehung. Gut, dass ich, das heißt, die Tür ist dann eher fürs erste Tabu und ich gehe durch die Tür wieder raus. Öffne Tür. Die Frage ist, da gab es ja noch eine weitere Tür. Wo komme ich dann da raus, wenn ich da durchgehe? Naja, was soll's. So, jetzt haben wir den da. Nein, ich flüchte. Hat er mich? Was haben Sie hier zu suchen? Einer Ihrer Kollegen hat mich hergeschickt. Entschuldigen Sie, ich hole gerade einen Besen. Ich bin neu hier. Wo ist die Küche? Laufen Sie nicht herum. Gehen Sie zu Ihrem Vorgesetzten. Tja, ich habe keine Ahnung, wo ich ihn finde. Sie vielleicht? Jawohl, sobald ich meinen Auftrag beendet habe. Meinetwegen, ich gehe sofort zu ihm, sobald ich meinen Auftrag beendet habe. Warten Sie, ich begleite Sie besser. Okay, nehmen Sie schon mal meine Hand. Ah, toll. Ach Mann, ich will nicht. Kann ich laden? Kann ich nicht laden? Scheiße. Hallo? Diese Kämpfe sind irgendwie, weiß ich nicht, scheiße einfach nur. Ja. Toll. Ey, weißt du, will man sich auf was Gutes einlassen? Nö. Ja. Bla bla bla, kennen wir schon. F5. Ich will laden. So.
Ach, Moment. Südlicher Gang. Ich glaube, ich erinnere mich gerade. Es war nämlich auch so ein südlicher, waagerechter Gang, bei dem man das Bild geben musste mit dem Krug. Ich versuch's einfach mal. Vielleicht klappt's bei dem schon. Ansonsten habe ich ein Problem. Mal schauen. Ja, halt. Was haben Sie hier zu suchen? Bietet etwas an. Bild. Nehmen Sie das hier. Was tun Sie damit? Außerdem, wir dürfen nicht an diesen wertvollen Kram. Hat scheinbar funktioniert. Dann gehen wir mal dahin. Huch. Na komm, lade schneller. Ach ja, der Raum. Ja, verschiedene Kunstgegenstände. Einige davon kennt man, glaube ich. Kurze Zeit später. Herr Oberst, ich habe ein weiteres Bild aufgetrieben. Gute Arbeit. Hier, ich habe die Kombination zum Safe auf der Rückseite dieses Formulars notiert. Merken Sie sich die. Schon auswendig gelernt, Herr Oberst. Ich behalte sie hier in der Schublade, wenn sie sie vergessen. Das werde ich sicher nicht. Ich habe ein gutes Gedächtnis. Gut. Das kommt mir auch irgendwie bekannt vor. Gemälde. Das ist Schloss Brunnenwald. Ha! Deswegen also. Das hier auch. Das habe ich auch schon mal irgendwo gesehen. Ach ja. Mona Lisa. Malen nach Zahlen. Sieht wie eine Malen nach Zahlen Mona Lisa aus. Leonardo würde das gar nicht gefallen. Aha. Ich kenne die Kombination leider nicht. Ah, alles klar. Das macht jetzt aber auch nichts. Dann mal schauen. Da ist. Moment mal kurz da gucken. Nee, hier ist nichts. Obwohl das Bild da an der Wand gut aussah. Na, komm schon, lad schneller. Da eine Tür? Keine Ahnung. Aha, ja, das war ja hier jetzt. Schaue Fenster. Hey, da ist Elsa auf der anderen Seite. Was macht sie bei all diesen Nazis? Aha. Und wo kommt man denn da wieder hin? Oh oh. Ach Mann. Leckt mich doch am Arsch, ey. Schlag doch zu, du Depp. Ach Mann, ey.
hasse diese Schlägereien hier in dem Spiel. Load. Nein, das ist doch er. Och Mann. Fu. Das ist doch jetzt gerade scheiße. Ist das doch, ey. Ich hab so keinen Bock mehr drauf. So. Ach, der ist auch noch da. Fick dich. So, da konnte man schauen. Zu einem Kunstraum brauche ich jetzt nicht zu gehen, weil wir die Safe-Kombination nicht haben. Ich glaube, so langsam erinnere ich mich auch wieder, wie das alles lief. Was haben Sie hier zu suchen? Biete etwas an. Bild. Nehmen Sie das hier. Was tun Sie damit? Aushelfen dürfen nicht an diesen wertvollen Kram. So, da wieder rein. Da war ja vorhin eine graue Uniform. Wer hatte eine graue Uniform? Ich kenne die braunen Uniformen und die schwarzen, aber doch keine grauen. So. Den ziehe ich wieder an. Nein, och, ich gehe zu. Kurze Zeit später. Hier sind sie auch irgendwie. Ah, perfekt. Escape, die große Hilfe. Was war denn das? Deine Musik, Indy. Deine Musik. Zum Glück weiß ich, was einigermaßen zu tun ist. So. Kann ich... Oh, da ist auch noch eine Wache. Kann ich da hinein? Ich glaube, ja. Ich probiere es einfach. Was soll schon passieren? Truhe. Da ist eine Uniform drin. Ich nehme sie mit. Die eine Uniform? Wo ist denn die Uniform? Da. Benutze Uniform. Die ist mir zu klein. Na, ist ja scheiße. Was soll ich denn damit? Das ist eine Offiziersuniform, die mir viel zu klein ist. Warte! Da ist etwas in der Tasche. Ein Schlüssel. Ich werfe die Uniform weg und behalte den Schlüssel. Messingschlüssel. Ah, damit konnte ich jetzt... Wir gehen wieder runter. Ich glaube, so langsam zu wissen, was hier los ist. So. Mit dem Schlüssel können wir uns die graue Uniform holen, die da auch irgendwie verschlossen war. Wenn ihr euch daran erinnert, vor, weiß ich nicht, einer Folge, vor null Folgen in dieser Folge, vor zwei Folgen vielleicht? Weiß ich nicht. Ich hab, oh, wieso gehst du nicht weiter, du dummer Batz? Jetzt beweg dich! Geht doch. Das muss ich nur kurz überlegen. Hallo!
Der Typ ist immer noch bewusstlos. Was zum Beispiel scheiße wäre, wenn ich jetzt die Uniform anziehen würde. Einfach an dem vorbeilaufen würde. Ich glaube, das würde zu auffällig sein. Ich habe keinen Bock, nochmal zu kämpfen. Der Besoffene war ja noch einfach. Messingschlüssel mit Schloss. Aha. Schau an, graue Uniform. Das ist eine Offiziersuniform. Genau meine Größe. Was für ein Zufall. Aber sind die grau gewesen? Ich weiß gerade echt nicht. Wobei, wenn ich die anziehe, sieht die dann eher grünlich aus. Das werde ich euch gleich zeigen.